geledigt, das heißt geschieden. Dir ist etwas eingefallen? Kaum zu fassen. Ah nee, oder ledig ist man, wenn man noch gar nicht verheiratet war, ne? Ja. Man kann nicht wieder ledig werden. Ja. Wie heißt es so schön? Wenn man nicht verheiratet ist, ist man ledig. Wenn man es dann doch ist, ist man erledigt. Das hat mein Papa immer gesagt. Und der war verheiratet. Der war? Der ist. Überkreuzt. Der war das, als er es gesagt hat. Und ist es immer noch. Dir ist etwas eingefallen, kaum zu fassen. Ich erkläre später alles. Jetzt müsst ihr beiden mal was für mich erledigen. Für dich tue ich doch alles, Miss. Man hätte auch Bark formen können. Ja, das habe ich halt auch kurz gedacht. Dann wäre es aber auch Englisch. Ja, wo du dann das gesagt hast. Das ist ah, okay. Gut, bin dabei. Auch wenn der Superschnüffler es nicht verdient hat. Der macht mich immer so hundemüde. Hihi, danke. Hört genau zu und tut das, was ich sage. Und was machst du in der Zwischenzeit, Miss Layton? Ich gehe und tue den Inspektor. Aber dafür ist doch jetzt, ist es doch jetzt zu spät, oder? Ganz die Sache ist doch gelaufen. Ganz und gar nicht. Die fängt gerade erst an. Für das Geschenk an, das ich denke, muss es Nacht sein. Aber das ist jetzt egal. Befolgt einfach die Anweisung. Okay, es muss Nacht sein. Oh, sie möchte den beiden eine Nacht zu zweit. Das sieht so schön aus. Toll. Nicht wahr? Heute gibt's nur wenig Licht. Die meisten Menschen schlafen wohl schon. Aber wir waren auch seit Ewigkeiten nicht mehr hier, richtig? Nein. Ha? Nicht richtig. Was? Was ist das? Oh, oh, das ist süß. Ja, das würde ich auch gern machen. Das ist wirklich süß. Ja. Hast du das für mich gemacht? Tja, weißt du? Eigentlich nicht ich, aber... Und dabei hatte ich mich geärgert, dass du mir dieses Jahr kein Geschenk besorgt hast. Also wirklich. Oh, das ist so süß. Ja. Voll knuffig. Ja. Ja. Echt? Wie soll ich mich dafür revanchieren? Sie haben mir den Hintern gerettet. So viele Lichter, was? Der sagt kurz, als ob er gleich sterben würde. Eigentlich ist es Ihnen zu verdanken, dass so viele Leute heute Nacht ihr Licht angemacht haben. Warte mal. Ah, das waren bestimmt welche, denen er geholfen hat. Ja. Weil Verbrechensbekämpfung und so. Was ist, wenn ich... Kann ich irgendwas tun, damit das besser läuft? Also vorhin hast du auch... Also letztes Mal hast du auch irgendwas gemacht. Und dann ging es auf einmal, ja. Ja, wer weiß, vielleicht... Gibt es da noch zu viele so Fehlerchen drin oder so? Also eben, wo du das eine eingestellt hast, Dings... Graphics? Da hattest du irgendwas anderes eingestellt und dann ging es besser. Das ist wegen mir. Ha! Ich stell die Grafik besser und auf einmal scheint irgendwas zu passieren, was... Aber ich wusste es. Um die Worte zu buchstabieren, mussten wir Notizen ja, aber es ist schneller als 86 Haushalte liefern. So viel? Das geht gar nicht. Das habe ich geschrieben. Wir möchten Sie bitten, bei Anbruch der Dunkelheit das Licht anzuschalten. Ich hätte ja lieber eine genaue Zeit genannt. Weil das ist bei Anbruch der Dunkelheit, also das wäre ganz... Also dafür ist das ziemlich gleichmäßig gekommen. Tragen Sie dazu bei, dass einer von Londons treuesten Dienern eine Botschaft erhält. Inspektor Hastings, K.O.K. Ah. K.O.K.? Ist das eine Krankenkasse? Cock heißt das übrigens. Ja. Inspektor Hastings, wir, Cock. Ja, Shaw und Ernest, ja. Sie haben was. Jeder, der heute sein Licht angeschaltet hat, tat das als Zeichen des Danks Ihnen gegenüber, Inspektor. Oh. Für Ihre harte Arbeit und Ihre Loyalität, weil Sie für unsere Sicherheit sorgen. Ja, ja. Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, London. Und
Vielen Dank, Cat Riel. Cat Riel. Also Nathan und ich mussten diese ganzen Zettel verteilen. Die hingen sich nicht von selbst auf und... Aua, mein Fuß! Arme. Arme? Armer Hund. Ja. Von der Quälerei. Aua, mein Fuß. Ja, aua. Den tat ihm. Nee, tat ja auch nicht weh. So. Miss Leighton, es ist ein Päckchen von Inspektor Hastings gekommen. Oh, ein kleines Dankeschön vielleicht. Nein. Och, wieso, wenn Hastings noch dranhängt? Oh, was ist das? Ein selbstgebackener Kuchen von meiner kleinen Zitrone für Sie. Als Dank für neulich. Guten Appetit. Meine Güte, der sieht lecker aus. Ich hoffe, es ist kein Zitronenkuchen. Oh, halt. Er hat hinten noch was geschrieben. Unser Hochzeitstag ist demnächst. Vielleicht sollten Sie darüber auch schon Wer meint er denn, dass ich bin? Catriel Layton, Privatdetektivin und Partyplanerin? Ja, ist doch geil. Oh. Oh, tschüss. Und so feierte Inspektor Hastings den Geburtstag seiner Frau äußerst stilvoll mit ihr. Die Schlacht von Hastings war gewonnen und niemand verlor ein Auge dabei. Aber nächstes Mal planen sie ihre Feste selber, mein lieber Inspektor. Sonst bekommen sie von mir eins aufs Auge. Speichern! Ja! Ja! Erstmal das Älteste. Blingeling! So, neues Fallfinale. Das können wir nochmal. Dann müssen wir es nicht in anderen Mal machen. Ja? Blub, blub. Igitt. Das klingt nicht nach einem tollen Fall. Nee. So, na, wie gesagt, also das Fallfinale würde ich jetzt noch schnell. Okay. Da. Zuckersüße Zitrone. Außerdem ist es ja zwischen den beiden und ich mag sie. Nachdem er am Geburtstag seiner Frau nochmal davongekommen ist, hat Inspektor Hastings sich offenbar den Tag freigenommen, um ihn mit Felicity zu verbringen. Zuckersüße Zitrone. War ich die oder du? Nein, ich war die. Okay, gut. Aber ich habe mich gerade gefreut. Ich habe noch kurz bei den Kuriositäten geguckt. Muss ich gleich auch machen. Ja. Hat der Kuchen, den ich gebacken habe, Catherine und den anderen geschmeckt, Schatz? Warum auch nicht? Natürlich hat er ihnen geschmeckt. Meine kleine Zitrone backt die besten Kuchen von ganz London. Aber ja, Jerry. Nan, ja. Jerry? Ja, Jerry. Ja, den hab ich ja auch gesagt. Aha. Ich hab ja auch Jerry gesagt. Ja. Okay. Mach nur weiter, so Schatz. Da werde ich ganz gut. Jedenfalls bin ich froh, dass er ihm geschmeckt hat. Nun, du wirst dich an ein bisschen Rotwerden gewöhnen müssen. Die Sache mit deinem Geburtstag hat mich eines gelehrt. Ich muss meine Gefühle öfter zum Ausdruck bringen. Schnucki. Oh, wenn er das mit der Stimme gesagt, kann man das nicht ernst nehmen, finde ich. Ach du musst gar nichts zum Ausdruck bringen. Es reicht mir schon, dich an meiner Seite zu haben. Auch wenn ich nichts dagegen habe. Deine Gefühle zum Ausdruck bringst. Nun, ja, ich denke, ich schaffe es. Das eine oder andere Gefühl zum Ausdruck zu bringen und wenn es ein flaues Gefühl in meinem Magen ist. Nun, dann habe ich ja etwas, worauf ich mich freuen kann, nicht wahr? Na dann, daheim wartet ein Kuchen auf dich. Also lass uns eins hinzulegen. Wirklich? Du hast auch für mich einen gebacken? Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich wette, Cat und die anderen streiten immer noch, wer das letzte Stück kriegt. Aber das bin ich. Haha. Haha. Nun, wenn er Ihnen wirklich so gut geschmeckt hat, wie gemeint, das freut es mich sehr.
Ich wollte mich nur erkenntlich dafür zeigen, dass sie diese herrliche Lichterschau für mich inszeniert haben. Die dir nicht eingefallen ist. Hör hier nicht so rum. Nun, das war doch Catriots Idee, oder nicht? Das ist dir doch nie im Leben selbst eingefallen. Ich hab dich doch nicht geheiratet, weil du die hellste Leuchte bist. Ich dachte, du würdest dir das nicht wissen. Sorry. Oh, mach dir keine Gedanken, Schatz. Da unten mit dir zu stehen und den Sternen hoch, zu den Sternen hochzuschauen, war schon ein ziemlich magischer Moment. Es war wirklich der wunderschönste Geburtstag, den ich in meinem ganzen Leben hatte. Und die hat ja echt keine guten Geburtstage gehabt. So ist es ja wohl noch ein bisschen besonders, wenn du oben auf dem Hügel stehst und die Stadt Happy Birthday Felicity. Ja, macht. Die. Ja. Wenn die Hauptstadt eines Landes dir zum Geburtstag gratuliert. Ja, das ist ja wohl noch besonders. Ja. Und es ist ja auch echt erstaunlich, die Umstand, dass all diese Leute so bereitwillig geholfen haben. Nur deinetwegen. Weil du jeden Tag so hart dafür arbeitest, dass die Stadt, die sie lieben, auch weiterhin friedlich und sicher bleibt. Potzblitz, also. In Wirklichkeit. Ja. Machen das andere. Ja. Es ist schon so spät. Nun, ich sollte, und du solltest, und wir sollten, Ach, na gut, raus damit. Es ist nur deinetwegen. Deshalb kann ich so hart arbeiten, weil ich weiß, dass ich meine kleine Zitrone habe. Oh, das ist so ja, süß. Du magst Zitronen nicht, ich weiß. Ja, trotzdem ist es kein guter. Ja, eben, es klingt eigentlich immer so danach, als ob sie immer sauer wäre, ja, aber eben. Sie ist eigentlich voll... Die ist knuffig. Vielleicht, weil sie den Mund so zusammengezogen hat, als hätte sie die ganze Zeit Zitrone im Mund. Die ist voll niedlich. Es bedeutet mir so viel, dass du so etwas sagst. Am liebsten würde ich es aufschreiben und mir einhaben. Gut. Jupp, sehr, gut. Mach nur weiter mit der guten Arbeit, Schatz. Ja, vielen Dank und du auch, meine kleine Zitrone. So, und jetzt mal bei Kuriositäten. Kuriositäten, da. Ja, da ist noch eine da. Ja, aber die neun. Uns fehlt auch noch eine andere. Nee. Wir müssen nach hinten gucken, hier, ne? Was? Wieso hast du die? Ich hab die nicht. Welche? Die neben dem Schild. Hä? Oben? Das? Das? Ja, die. Den habe ich nicht. Blasenbläser? Den habe ich nicht. Aha. Ich weiß auch nicht, woher das war. Ein Fächer mit Zierfedern, ob die Bürgermeisterin wohl damit tanzen würde? Eine wunderschöne Momentaufnahme einer ganz bestimmten Stadt im arktischen Norden. Römisches Relief. Man muss ihm die Hand in den Mund stecken. Puh. Sie wurde nicht abgebissen. Oh, guck mal. Die sentimentale Spieldose. Ich weiß, wer das ist. Ich auch. Ah! Ein wohlbehüteter Schatz. Die Melodie, die sie spielt, bringt viele schöne Erinnerungen mit sich. Ja! Und wenn man die Spieldose öffnet, dann fällt man um. Weil da so Gas drin ist. Ja. Starke Statue. Auronaut? Mhm. Kolumbien. Okay. Allerdings steht auf der Unterseite Replik. Fernöstliches Fräulein. Eine kleine japanische Puppe in einem Kimono. Ihre Haare scheinen gewachsen zu sein. Ja. Traurige Tonvase. Eine Vase, die auf der Töpferscheide. Scheibe. In sich zusammengefallen ist. Hat aber etwas Romantisches an sich. Ein nietenbesetztes Halsband. Heißes Halsband. Für den Hundepunker von heute. Oder für... Ist ja auch egal. Shell wird sich freuen. Der bevorzugte Regenschirm von Spionen. Ist sogar kugelsicher. Oder zumindest fast. Kann man sogar als Kugelschreiber benutzen. Ja. Ich habe echt Kugelschreiber erst gelesen, bis ich gemerkt habe, dass da kugelsicher steht. Grandiose Geschenkschachtel hat ein Loch unten drin. Eine große runde Schachtel für ein Geschenk. Da drin ist doch garantiert ein Hut.
Ja, und wenn man den Hut hochnimmt, verdeckt er was. Okay, ich glaube, damit sind wir durch. Ja. Ich würde jetzt trotzdem nochmal speichern. Ja, hab ich auch. Das da. Das da. Das da. Das da. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Oh, genau. Perfekt. 2 Stunden. Das gibt's doch nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich kann das doch nie und nimmer in 15-Minuten-Parts einteilen, wenn dann mitten in dem Part irgendwo ein Rätsel drin ist. Wir werden trotzdem am Ende machen, aber... Scheiße. Sagt man nicht. Man sagt nicht, tut mir leid. Ja. 2 Rätsel noch. Ich habe jetzt ausgeschaltet. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Dann gibt's auch die 2 Rätsel. Ja. Ja. Wie war jetzt nochmal der Punktestand, damit ich mir den merken kann bis zum nächsten Mal? Der war gut. Oh, warte, nee. Ich würde den Kira bitte nochmal Punktestand. Punktestand, 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 Punktestand. Also auf jeden Fall habe ich ein bisschen aufgeholt. Hm. Das hast du, ja. Kira, sag nicht bei, sag Punktestand, bitte. Bitte, 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 bitte. 68,65. Also 68,65. Ich will das nochmal gesagt haben. 68,65. Dann kann ich mir nämlich den letzten Part angucken und kann sagen, ich habe 68,65. Guck mal, wir haben noch gesagt, dass ich dich aufhole, bevor du die 69 erreichst. Das wäre noch möglich. Ja. 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 Weil es steht 68,65. Das wollte ich nur gesagt haben, damit ich mir das angucken kann. Ja. Okay, das reicht jetzt auch. Okay. 68,65. So. Tschüss.